Millimeter für Millimeter bewegt sich ein Koloss durch das Maschinenhaus des Kernkraftwerks Mühleberg. Es handelt sich um einen der beiden Generatorstatoren. Während des Betriebs sorgten sie im Zusammenspiel mit den Rotoren für die Stromproduktion. Sie wiegen je 144 Tonnen. Der Kran im Maschinenhaus des Kernkraftwerks Mühleberg ist aber auf ein Gewicht von maximal 80 Tonnen ausgelegt. Um die beiden Statoren abtransportieren zu können, musste darum zuerst ein spezielles Schwerlasthubgerüst aufgebaut werden. Es wiegt alleine rund 240 Tonnen. Einen ganzen Tag lang befördert dieses nun den Stator durch das Maschinenhaus. 8 Zentimeter pro Minute bewegt er sich vorwärts und zuletzt abwärts. Schließlich wird er auf einen Lastwagen gesetzt und aus dem Maschinenhaus transportiert. Doch noch kann er das Areal des Kernkraftwerks Mühleberg nicht verlassen. Zuerst überprüfen Mitarbeitende des Kernkraftwerks Mühleberg und die Aufsichtsbehörde ENSE den Stator auf Radioaktivität. Erst wenn feststeht, dass keine Radioaktivität vorhanden ist, kann der Stator abtransportiert werden. Auf dem Lastwagen mit 18 Achsen und 124 Rädern rollt der Koloss davon, zum Recyclingunternehmen Tommen Group. Dieses verarbeitet das Material des Generators. So kann es wiederverwertet werden und der Wertstoffkreislauf schließt sich.